Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2, dem Remake. So, wir versuchen das jetzt nochmal hier. Wir kriegen das schon. Halt doch, Goschen, wenn ich rede hier. Anmoderation, kennst du? Dieser Birkin, der hat gar keinen Anstand hier. Der soll dich was schämen. So, auf jeden Fall, ja. Das labert mir wieder alles dazwischen hier. So, auf jeden Fall versuchen wir jetzt nochmal hier gegen den anzustinken. Die letzte Runde in der letzten Folge, die war ja der Wahnsinn. Wir hätten es wirklich beinahe geschafft gehabt. Also hatte ich jetzt so das Gefühl. Es kann natürlich sein, dass ich mich total irre und ich da noch eine Stunde lang weitergekämpft hätte. Da, komm, lauf, mein Freund. Im Laufschritt, bitteschön. So. Nein. Pfui, aus, böses Pfui, böses aus. So, ja, dann versuch das. Verdammt, ich treff's wieder nicht. Nein! Er wirft's über mich, aber es trifft mich halt trotzdem. Dann kann er mich noch um die... Ja, klar. Jede Folge fängt bei mir genau gleich an. Erstmal hier direkt voll auf die Fresse kriegen, um zu zeigen, wer der Chef im Business ist hier. Ja, das bist du, William. Er sieht zwar echt geil aus, aber ist ein richtiger Kackhaufen. Das nur mal so am Rande. Er sieht geil aus, ist aber ein Kackhaufen. Wir haben festgestellt, es gibt gut aussehende Kackhaufen. Der William, das ist jetzt nicht hier Germany's Next Flopmodel. Also ja doch, vielleicht schon. Wer weiß das schon. Hager genug wäre er dafür. Aber ich muss sagen, so für ein Monster sieht er echt gut aus. Es gibt also so Monster, wo man sich an den Kopf fasst und sich denkt so, wer soll sich davor fürchten, bitteschön? Und da gibt es wiederum Monster, bei denen man sagen muss, boah, dem möchte ich nicht bei Licht begegnen und erst recht nicht im Dunkeln. Und dann gibt es da William. Unseren kleinen Kackhaufen William. Nämlich, wenn ich ihm mal begegne, sowas von auf die Fresse haue, aber sowas von auf die Fresse haue. Nur einfach dafür, du hast mich hier tausendmal sterben lassen, du! Oh, das hat jetzt wahrscheinlich zu lange gedauert. Warte. Lass das. So, jetzt nicht losrennen. Oh, geil, was war denn das jetzt für ein Schuss? Das sollte mal da oben passieren. Ah. So, schnell Munition einsammeln. Einmal. Nein. Zweimal. Oh. Er trifft mich hier. Oh, hab ich nicht getroffen. So, hier, warte mal. Nein, warte mal. Kombinieren. Bitteschön. Danke. So, wer ist er denn? Ja, natürlich. Was soll ich denn da entdecken, bitteschön? Kann da ja gar nichts tun, außer ihm in die Klaue zu rennen. Nein! Ja, geh du mal von dannen, bitteschön. So. So. Und so. Jetzt macht er den Move schon zum verdammten zweiten Mal. Und ich laufe ihm zweimal rein. Trifft dein scheiß Auge jetzt. Ah. Na also. Ah, jetzt beinahe das auf dem Rücken auch noch erwischt. Nein. Oh, warte mal, Mr. William. Entschuldigung. Ja, was grinst denn du so? Macht dir wohl Spaß, mich hier zu jagen, hä? Ah, verdammt, ich bin zu langsam. Ich hoffe, das ist nicht der G-Virus, der hier ausströmt. So, jetzt aber. Ich habe jetzt natürlich wieder mal nichts nachgeladen. Komm. So. Das hat er auf jeden Fall gespürt. Siehst du, sag ich ja.
Er hat Ah gemacht. Nein, 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 nein. Aua. Darf ich mal eben schnell durch? Ah, spring doch nicht mir hinterher. Hoppa. Ja, schön versucht. Hat nicht geklappt. Ja, oh. Nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Lass die Bude ganz. Lass die Bude ganz. Mist, dammig. Aha. Ja, ja, schön, schön. So, zack, Nummer 1. Komm schon. Zack, Nummer 2. Oh, oh. Okay, das war jetzt ganz, 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 ganz schön knapp. Lass es runter. Lass es runter. Okay, dann lässt es halt so runter. Ja, dankeschön. Dankeschön fürs Aus dem Weg gehen. Nein, nein, nein. Ich weiß, was mein Problem ist. Zum einen, ich laufe immer weg, wenn er so eine Attacke macht. Zum anderen, ich kann nicht spielen. Ich sollte wahrscheinlich hier die inventierte Steuerung ein bisschen ausschalten und normal spielen. Ja, wisst ihr, ich mache es für mich immer ein bisschen extra schwer. Das machen doch die Kiddies heutzutage so. Die sagen dann irgendwann so, ja, weißt du, ich mache es mir immer noch extra schwer. Ich spiele hier mit verbundenen Augen hier. Ja, weißt du, ich habe einen Knoten in die Socken gemacht. Das lenkt dann immer schon ab. In die Socken, nichts anderes. Hier wieder. Ich habe einen Knoten in Strohhalm gemacht, da kann ich nicht trinken, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Ich werde den nie schaffen. Ich weiß es, ich werde den nie schaffen. Das Let's Play wird jetzt über 1000 Folgen haben, weil ich es nie schaffen werde. Hat gerade die nette Frau in Computerstimme gesagt. Das Let's Play wird jetzt 1000 Folgen haben, weil es der Volltrottel nie hinkriegt. So, komm. Danke. Bams, bams. So, Nummer 1 ist weg. So. Oh, jetzt kommt er wieder angerannt hier. Da macht er so einen Move. Also wegrennen geht nicht, hinrennen geht nicht. Es geht gar nichts mit dem. Halt die Klappe. Ja, mach du das. Ich mach derweil mal schnell hier. So. Ich habe die andere Munition noch nicht eingesammelt. Okay. Nein, doch nicht ins Feuer gehen. Mädel. Hm, natürlich. Er puncht mal wieder an mir vorbei. In die Luft und ich fall drüber. Dann freut sie ihn auch noch. Weißt du, da freut er sich auch noch drüber. Oho. So, komm her, du Kackäumel. Gibt's Dresche. Na? Ich weiß, ich könnte die Granaten nutzen, aber irgendwie ist es mir... Weißt du was? Darum nutze ich die Granaten nicht. Ich trotzdem schieße sogar mit denen daneben. Mein kleiner William. Hast mich nicht mehr gesehen im Feuer, ha? Na ja. Ah, du miesepetiger Miesepeter. Geh weg jetzt von mir. Oh ne, jetzt macht er das. Lass das jetzt. Geh weg. So, dankeschön. Na? Ist mehr? Nein.
Lass das jetzt. Oh, jetzt verrastet der Rostet, ha? So, jetzt aber. Ich habe nichts nachgeladen. Ich habe genau gar nichts nachgeladen hier. So, jetzt muss ich aber mal schnell hier nach hinten. So, das muss ich haben. Warte mal, das muss ich haben. So, warte mal, das muss ich haben. So, warte mal. Ah, stimmt, dann macht er jetzt das hier. So, dann kann ich ja hier... So. Und so, dann hier. Nein, warte, nicht das Messer. Nicht das Messer. Das hier, so. Und... Bam. Komm schon. Und... Bam. Ich muss mal eben schnell vorbei. Ich muss ganz dringend aufs Klo. So, warte mal, hier, nein. Jetzt versuche ich es mit der. Oh. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Und neben mir lag noch die letzte... Neben mir lag auch noch die letzte Granate, die ich eigentlich schmeißen wollte, um ihn zu stoppen. Um ihn zu stoppen und zu moppen. Ah. Der geht mir auf die Klöten. Was ist das? Folge 5? Folge 6? Filme, die Vierjährige spielen darauf assistiert. Normaler Modus. Normaler Spielmodus. Hast du da auch was von? Ich weiß jetzt, was ich von habe. Ein Herz, Kaspar. Nach der 10. Folge steige ich aus. Dann war's das mit Resident Evil. Oh, das war eine kleine Anekdote. So, nochmal. So, komm her, Minion. So, wunderschön. Das war wunderschön. Aufs Beinchen. Nein. Oh, das war knapp. Das war knapp. Das war jetzt echt knapp. Ich hab die Waffe noch nicht nachgeladen. Ups. So, hier, komm. So, das muss ich jetzt mal schnell machen. So. Nein, 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 nein. Wie ich auf dem Stuhl gerade hin und her rutsche, um den Schlägen auszuweichen. Sein scheiß Auge. Ich muss die Munition da hinten noch holen gehen. Und zwar gleich. Nein. So, lass mich jetzt das Kleberauge da zerstören. Danke. So, einmal, zweimal. Nein, 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 nein. Oh. Jawohl.
So, jetzt geht's hart auf hart. Jetzt geht's. Ich hole mir jetzt noch schnell trotzdem die Munition hier. Da muss ich die nachher nicht mehr holen. Aha, so, ja, macht jetzt sowieso den hier. Okay, wir laden nach. Er ist wieder total im Outrage hier. Nein! Warte mal kurz. Irgendwo liegt noch eine Granate rum. Komm schon. Fall doch endlich tot um! Die war, glaube ich, da hinten, hä? So, komm. Verdammt, ich treffe seine scheiß Augen nicht. Oh, okay. So, na warte. Ich glaube zwar nicht, dass es was bringt, aber okay. So, immer schön auf die Glubschaschen. Komm schon, komm schon. So, warten, bis er sich wieder bewegt. So, das willst du jetzt tun. Okay. Ich warte dann mal schnell hier. Hoffentlich trifft er mich nicht. Oh nein. Oh nein, ich hab noch das Messer. So, Messer ist hin. Nein, nein, nein. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Boah, jetzt hör doch endlich auf damit. Aber warte mal. So. Ich glaube, ich habe zweimal seine Augen getroffen. Ich habe nicht mal wirklich gezielt. Ich lebe noch. Ich habe zwar beinahe keine Munition mehr, aber ich lebe noch. So, warte, hier. Verdammt. Also das hält ihn auf keinen Fall auf. Ich glaube, in dem Modus hält ihn gar nichts mehr auf. Also hier, dritte Stufe, der dritten Stufe. Ist das schon dritte Stufe? Wir hatten ihn einmal, wir hatten ihn ein zweites Mal und ja, wir haben ihn jetzt ein drittes Mal. Ja, das ist dritte Stufe. Oh, ich war schon lange nicht mehr in diesem Speicherraum. Der kommt mir richtig fremd vor. Und mit lange meine ich, die letzten 5 Minuten war ich nicht mehr da. Oh, hat hier jemand was umgestellt? Feng Shui und so, hä? Hm, schön. Gefällt mir. Ach ja. Ich werde wahrscheinlich jetzt vermehrt einfach die Klappe halten, um mich arg zu konzentrieren. Klasse A ausgewählt. Bleibe unter Quarantäne, bis das Ziel eliminiert wurde. Nimm es! So! Kannst du knicken, du Riesenbaby! So! Kannst du knicken, du Riesenbaby! So, warte, jetzt muss ich die mal schnell hier. So! Bleib stehen! Hör auf! Oh, das war knapp. Was ist denn jetzt wieder? So, ja, dann mach du mal.
Und ich laufe auch noch rein. Zum Glück hatte ich den Schutz noch. Nein! Die Munition da drüben liegt noch. Okay. Kriegst dein scheiß Auge. So, sehr nice. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich gleich wieder drauf gehen. Ja, ich hab's gewusst. Ich bin zwar nicht tot, aber beinahe tot. Also das reicht auch, um fast tot zu sein. Kombinieren hier. Warum ist der Scheiß jetzt schon wieder hier? So. Ach, so muss es sein. Hä? Ah, okay. Aber warte, ich habe keinen Platz frei. Boah, der hätte mich jetzt beinahe noch erwischt, oder wie? Nein. Schön, wie es mich jedes Mal wegdrückt, wenn er auf mich springen will. Ich gerade nicht im richtigen Winkel. Mhm. Du geckohaarige Hundsniere. Verzau. Ist nicht so einfach. Nicht die Muttersprache sprechen. Versuchen nicht irgendeinen Müll rauszulassen wie bla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 l
Oder wie wär's allgemein mit ein bisschen mehr Heilung? Da kann ein bisschen mehr geheilt werden. Aber der schwierigste Schwierigkeitsgrad musste her. Ja. Und ja, es ist verdammt schwierig. Aber es ist geil. Ist echt geil. Ist wahrscheinlich nicht geil für ein Let's Play, weil ihr kriegt jetzt 100.000 Folgen, wie ich William Birkin nicht besiege. Und dann eine Folge, wie ich sage, es tut mir leid, ich muss das Let's Play leider beenden. Ich komme da nicht mehr weiter. Aber ich halte jetzt die Klappe, ich konzentriere mich jetzt wieder. Also, Entschuldigung. Verdammtes Arschloch. Jetzt brennt's wieder, jetzt sehe ich wieder nicht, was er tut. Ah, kommt auf mich zugerannt, schön. Nein! Nein! Aber ich habe keinen weiteren Schaden gekriegt. Cool. So, bams, Junge, komm. Lass spielen jetzt. Geh weg! Ich treffe sein scheiß Auge nicht. Das Auge ist übermächtig riesig und ich treff's einfach nicht. Was ist denn los hier? Ah. Ist echt ein geiles Spiel. Ich liebe dich, Resident Evil 2. Ich liebe dich, aber da müssen wir nochmal miteinander reden. Sowas geht in einer Beziehung nicht, ja? Du kannst mir nicht einen Gegner vor die Fresse setzen, weil ich kaum noch Leben habe, keine Munition mehr habe. Das geht so nicht. Liebes Mrs. Resident Evil. Nein, Schatzi, du bist nicht gemeint. Das geht so nicht. Wir werden hier in der nächsten Folge... Ich bin schon beinahe 12 Stunden. 8 davon am Stück wahrscheinlich. Nein, ich habe nur eine Nacht durchgespielt. Also einmal 24 Stunden wach gewesen. Nur einmal, nur einmal. Gut, auf jeden Fall, danke fürs Dabeisein, danke, dass ihr die Folge auch ertragen habt, wie ich es nicht geschafft habe. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Dieser miese kleine Drecksack, ich mach ihn fertig, Er wird meine böse, kalte Knarre zu spüren bekommen.